never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Hey, yo, Raptor is back, the stream is live und es geht los. Okay, ich höre auf mit Rappen, denn ich kann es nicht, aber Raptor kann es und der ist wieder zurück unter neuem Namen. Und zwar heißt er jetzt Rizzy. Ja, das war nicht das Einzige, was heute im Update kam. Zusätzlich gibt es eine neue Dressurroutine, die permanent bleibt, nennt sich Circle im Circle. Und es ist mal wieder Zeit, den Müll aufzuräumen, denn das Reitsportfestival bleibt nur noch eine Woche. Das heißt, ihr habt noch bis nächste Woche Mittwoch Zeit, das Ganze zu genießen. Und dann ist es leider schon wieder vorbei für dieses Jahr. Gut, ich schnapp mir jetzt mal ganz fix mein neues Pferd. Und kauf mir Stallhilfe. Beziehungsweise, das Pferd habe ich mir letzte Woche im Stream gekauft, das weiß ich noch. Und ich muss mir wahrscheinlich bald wieder eins kaufen. Vielleicht sogar schon heute, wer weiß. Werden wir sehen. Aber lasst uns doch erstmal angucken, was wir heute so haben. Hey, it's just me, Tracy. Hey, Sophia. 10 Folgen von Wenn Sie uns fangen durchgesuchtet. Das freut mich. Ich hoffe, dir hat es gefallen. So. Ja, wir sehen bei verfügbar zu viel Müll. Die Dinosaurier sind nicht ausgestorben. Das ist die Raptor Quest. Und ja, das ist die Quest mit Big Bonnie. Mit dem Horst zum Müll recyceln. Denn das Ganze ist natürlich auch wieder da. So, bevor wir damit anfangen, lesen wir fix die News. Genau. Wo haben wir die News? Wir haben. Müssen sie nicht. Ach, Star-Stable. Beziehungsweise Star-Stable und OBS. Ich würde ganz gerne das Ganze immer automatisch eingeblendet haben, aber da haben wir es jetzt. Perfekt, ratet mal, wer wieder da ist. Raptor, aber es ist kein Comeback. Raptor hat sich neu erfunden, er ist jetzt Rizzy. Mach dich bereit für einen raptastischen Sturm der Nostalgie am Björvik-Stall. Wahrscheinlich wieder sehr viele Rap-Texte in den Quests, die ich ja super gut für euch rappen werde. Dann haben wir Dressurreiten, wie gerade schon erwähnt, Zirkel im Zirkel. Räum auf, den Müll müssen wir aufräumen. Das Horse ist wieder da, was wir nutzen können, um Müll zu Frühlingsmarken umzutauschen. Nochmal die Erinnerung, nur noch eine Woche sind die Pferde logischerweise da und auch reduziert. Aber was Cooles und was Neues. Ja, hier, die Variationen des Lusitanus und des Andalusias ziehen dauerhaft auf Silvergate Landgut. Das heißt, sie werden aus dem Event rausgenommen und sind permanent verfügbar. Ich glaube, das waren die beiden Andalusia und der Fuchs Andalusia, wenn ich mich richtig erinnere. Müssten das sein? Oder war es ein Fuchs? Das könnte auch ein Palomino oder irgendwas in der Art gewesen sein. Auf jeden Fall werden die dann dauerhaft. Oh, mit den anderen Farben am Silvergate Landgut da sein, aber dann natürlich nicht mehr reduziert. Und dann noch was Cooles, ja, Spieler melden die Funktion, die vor vielen Jahren schon mal geplant war, soll jetzt anscheinend wirklich kommen und gerade gibt es jetzt einen Testlauf in Australien aktuell oder vorher wurde es nur in Schweden, Ukraine und Russland getestet und in Zukunft werden wir dann auch bei uns, wenn das Ganze weltweit ausgerollt wird, Spieler melden können. Sehr sinnvoll, sehr praktisch und wird auch langsam mal Zeit. Genau, dann gibt es noch die Vorschau für die nächste Woche und die ist jetzt leider nicht so spannend. Und zwar gibt es neue Farbvariationen. Hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Ich dachte, es kommt jetzt erstmal eine neue Rasse mit dem amerikanischen Brot. Wie heißt das? American Saddle Bread, genau. Aber nö, es gibt neue Farbvariationen. Und zwar vom Selfonse, dem Ardenna und dem Mustang. Okay. Mal schauen, wann dann die Saddlebreds kommen.
Aber jetzt geht's rein. Wir wollen natürlich hier uns das Ganze anschauen. Hey Melli. Fangen wir mit dem Müll an. Aufräumen ist immer gut. Gerade jetzt ist, glaube ich, im April ESO Umweltwoche, Tag der Umwelt, Müllsammelaktion überall. Da können wir auch mal ins Sasselmüll sammeln. Ja, ich bin wieder da. Ich freue mich ja, dass das Festival so viele Besucher anzieht. Aber wie kommt es, dass überall Müll rumliegt? Das frage ich mich in echt auch immer. Obwohl wir unzählige Mülltonnen aufgestellt haben. Jemand hat sogar direkt vor meiner Nase Müll auf den Boden geworfen. Wir hatten Augenkontakt dabei und alles. Ich kann nicht fassen, dass jemand so etwas macht. Ich bin so sauer. Kannst du mir helfen, Ordnung zu machen? Tausend Dank. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, zu berechnen, wie viele Mülltonnen pro Person wir brauchen. Aber es wird wohl einfach immer Schmutzfinken geben, die es nicht schaffen, ihre Essensverpackungen in der Hand zu halten, bis sie in der nächsten Mülltonne vorbeikommen. Ich könnte also bald wieder deine Hilfe brauchen. Hey, Melli. Ja, dann können wir den Müll jetzt sammeln. Gibt täglich 4 Marken, 100 Pferde XP, 100 Schillinge. Und natürlich ist Big Bonnie wieder da. Allein schafft sie es nicht, das Festival so perfekt wie möglich zu machen. Könntest du die exzentrisch aussehende Ingenieurin begrüßen, die ja neben dem Metallpferd steht? Na klar, kann ich das machen. Big Bonnie wartet nur darauf. Scraps! Wo in aller Welt steckt diese Katze? Oh, ich habe Gesellschaft bekommen. Hallöchen. Picknicke, Rennen, Fohlen, die auf den Wiesen herumtollen. Das Reitsportfestival ist in vollem Gange. Ich nehme an, du bist hier, um zu erfahren, was ich dazu beitrage. Ist dir der Müll aufgefallen, der überall auf Jorvik verstreut liegt? Manches davon ist sicher nur Abfall. Aber für alle, die ein geschultes Auge haben, kann sich Müll in Gold verwandeln. Nun, vielleicht nicht wortwörtlich in Gold, aber du weißt, was ich meine. Wenn du den stattlichen Kerl hier drüben Recyclingmaterial gibst, bekommst du dafür Frühlingsmarken. Ist das nicht cool? Es ist wichtig, dass wir uns um unseren Planeten kümmern und das, was wir haben, sinnvoll nutzen. Oh, und wenn du meine Katze Scrub siehst, sei doch so lieb und bitte sie herzukommen. Das werden wir auch gleich noch machen. Aber erstmal hier, also 5 Müll gegen eine Marke. 10 für 2 und 20 für 4. Das Ganze können wir jeweils einmal pro Tag machen. Das heißt, ihr könnt pro Tag 35 Müll für 6 Frühlingsmarken umtauschen. Ob sich das lohnt, müsst ihr wissen. Aber ja, ist eine ganz nette Gegebenheit. Apropos neu, fällt euch oder könnt ihr mir mal Feedback geben, ob die Streamqualität besser ist? Ich habe ein paar Anpassungen gemacht und wäre immer gut zu wissen. Also theoretisch, wenn alles geklappt hat, sollte der Stream jetzt in besserer Auflösung verfügbar sein. Und gegebenenfalls auch die Videos, wobei das meistens eher bei den Streams das Problem war, da das Ganze ja live ist und nicht bearbeitet werden kann. Und da generell die Quali ein bisschen schlechter ist. Aber sie sollte vielleicht ein bisschen besser sein. Gebt mir gerne mal Feedback dazu. Quali ist super. Das klingt doch gut. So, ja, dann sammeln wir mal den Müll hier. Hier unten. Und vielleicht finden wir auch gleich die Tiere. Ja, da sind schon welche. Ein Schaf, den Esel nehme ich mal direkt mit. Das sieht mir aus nach noch einem Schaf. Okay, ist noch irgendwo hier ein Tier. Wer ist das denn? Einfach random NPCs, okay. Qualität ist so wie, das höre ich doch gerne. So, 2 Tiere gefunden. Ah, das eine Schaf nehme ich auch noch mit. Das andere holen wir später. Und dann bin ich mal gespannt, was Raptor für uns bereithält. Vielleicht einen neuen Song. Auf jeden Fall gibt es eine kleine Quest mit ihm, wo er auftaucht. Ob er dann permanent irgendwo da ist, man weiß es nicht, werden wir erfahren. Aber Lily Bones scheint sich zu freuen, die hat ja immer schon
nach seinem Vorbild beim Festival in den Begrüßungsquests uns etwas vorgerappt. Ja, was haltet ihr denn von dem neuen Namen? Das klingt Rizzy besser als Raptor? Ich weiß nicht, warum Star Stable den umbenannt hat. Vielleicht dachten sie sich, ah, Rizzy klingt ganz cool. Spricht die jüngeren Spieler mehr an als Raptor. Aber naja, mal gucken. Ich sehe dahinter den Sinn jetzt noch nicht so ganz. Aber schauen wir uns doch gleich erstmal die Quest an. Und das machen wir, würde ich sagen, direkt jetzt als nächstes. Die Aufgaben können wir nachher noch machen. Ja, genau, das ist ja auch der Sinn daran. Also Raptor ist von dem Wort Rap abgeleitet. Und halt von Raptor, Greifvogel, keine Ahnung, ja. Und Rizzy halt von dem Wort Riz. Ich finde beide Namen eigentlich cool, aber ich sehe jetzt keinen Sinn dahinter, ihn umzubenennen. Aber gut, let's go. Ist das nicht unglaublich? Raptor ist wieder da. Und ich glaube, ich mach mal, falls es hier Musik gibt, kurz die Hintergrundmusik aus und die Ingame-Musik laut. Man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ein neues Lied von ihm in der Quest. Schauen wir mal. Oh ja, gibt es. Mit seinem Hund Shakira. In einem sehr lustigen Lied. Da ist er, halt mich fest, ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Raptors Seelensuche ist vorbei. Er ist wieder am Start, um für euch zu rappen. Ja, rap für uns, Raptor, rap für uns. Fetten Respekt, yo, Grüße an die Family. Raptor war auf Eis gelegt, aber seine Lyrics sind heiß wie nie. Raptor ist Geschichte, ich heiße jetzt Rizzy. Meine krassen Texte machen dich ganz dizzy. Du fragst dich, was ist mit mir passiert? Ich hau die Lyrics so schnell raus, dass dir schwindelig wird. Zugabe. Die Sonne geht auf, hey yo, der Raptor wacht auf, hey yo. Auch mein Name ist jetzt Rizzy, die Info macht den Kopf. Das macht dein Kopf ganz busy. Rizzy hat wohl seinen Flow verloren, yo. Ein Raptor, ich meine Rizzy, das war perfekt. Du bist. Das war wohl zu heftig, yo. Ding dong, Rizzy macht einen Abgang. Lily Bones macht auch einen Abgang. Ja. Da steht ja der Kollege. Wilder Auftritt. Hey Evelyn. Das wäre wild gewesen, wenn er Sir Raptor geworden wäre. Rizzy ist der Beste. Oh, maximales Limit an Jörg Schilling erreicht und wie, das war's schon. Echt jetzt? Für die Quest haben die es so groß angekündigt. Ach komm. Ich dachte, es gibt jetzt ein neues Lied, ein neues irgendwas. Ja, wirklich enttäuschend. Ja, Mensch. Ja, ich glaube, Lindy bleibt jetzt hier einfach ohnmächtig liegen. Warum auch nicht? Während wir hier Trampolin springen auf ihr. Scheinbar gibt's nicht mehr, ne. Euer Kollege steht jetzt hier. Solange ich mich nicht auslogge wahrscheinlich. Dann ist er wieder gone. Ja, gut. Also ich hätte mir da schon ein bisschen größeres Comeback gewünscht. Und jetzt nicht nur das, aber wer weiß, die Fort Pinter Disco wird ja überarbeitet. Vielleicht wird er dann da komplett neu gemacht und richtig zurückkehren, aber schauen. Das hier war ja leider sehr enttäuschend. Was haltet ihr davon? Also, ich fand es jetzt nicht so krass. Eigentlich schon übrigens von 5 Likes.
Naja, da haben wir jetzt noch Zeit, natürlich alle Aufgaben zu machen. Ihr könnt gerne mitmachen, falls ihr die Reitsport-Festival-Dailies nicht gemacht habt. Jede Menge Marken gibt es heute noch auszugeben. Ah, ich befürchte, es wird wieder ein neues Pferd her müssen, auch wenn meine Starcoins hart am Leiden sind. Und natürlich Champis und so weiter. Fangen wir aber mal hier an. Was tragen wir denn am Mittwoch? Am Mittwoch tragen wir rosa. Ja, sehe ich genauso. Ja, hast schon gemacht, alles klar. Aber ich werde natürlich trotzdem gerne mitlaufen. Für die, die es noch nicht gemacht haben, ihr könnt gerne mitmachen. Vor allem bei den Gruppenrennen. Apropos Gruppenrennen. Ja, ich habe da so einen Trick rausgefunden, dass man die Gruppenrennen, wo man eine Gruppe für braucht, alleine machen kann. Habt ihr Interesse, dass ich dazu ein Video mache, oder ist das eher irrelevant und nicht wichtig? Also, der einzige Sinn für mich wäre, glaube ich, daran, wenn man jetzt irgendwie kurz vor Mitternacht online ist, niemand mehr da ist und die Rennen gerne noch machen möchte. Und ja, man niemanden mehr hat und sonst die Rennen nicht machen könnte. Sonst hat man eigentlich immer random Spieler. Aber wenn ihr wollt, kann ich gerne ein Video dazu machen. Könnte ich dann morgen oder so hochladen, wenn ich das schaffe. Bleibt das gerne mal, wenn das gewünscht ist. Und oh, ich sollte vielleicht auch mir was kaufen. Wenn mir gesagt wird, meine Jorvik-Schillinge sind voll. Oh, viele nehmen es nicht an. Bitte, ja gut, dann kann ich das morgen mal machen. So, ich kaufe mir einfach mal. Was soll ich mir kaufen? Gibt's ein cooles Oberteil? Der Schrank ist halt viel zu voll. Nee, nee, nee. Ja, ich kaufe mir, glaube ich, den Pulli hier mal. Bei den Pullis habe ich noch Platz. Dann kann ich wieder meinen anderen Pulli anziehen, bitteschön. Dankeschön. So, ja, Müll werde ich nicht eintauschen, weil ich brauche die Marken jetzt wirklich nicht so dringend und der Umtauschkurs ist jetzt auch nicht so krank. Deswegen lassen wir das mal. Aber meine Marken werde ich nachher noch alle eintauschen. Und ihr könnt mir gern schon mal verraten, was das Sinnvollste ist. Also ist das alles gleich günstig quasi? Hat das alles denselben Verkaufspreis? Oder ist es am sinnvollsten, die Gamaschen umzutauschen? Oder ist es halt komplett egal? Im Winter-Event war es, glaube ich, egal. Aber sonst gab es immer unterschiedliche Verkaufspreise. Ja, schaue ich nachher mal, wenn das jemand von euch schon weiß, sagt mir gerne mal. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Rennen. Wer mitmachen möchte, schreibt einmal Leon Gruppe hier in den Sagt-Chat. Kommt auf selber raus, okay. In der Zeit mache ich kurz das Solo-Rennen und dann ja, schreibt mal in den Sagt-Chat Leon Gruppe oder so. Und dann lade ich euch ein. Schön übrigens auch für 10 Likes. Ich glaube tatsächlich, heute ist dann nach einigen Wochen, Monaten der Tag gekommen, an dem ich mir endlich mal das zweite Einhorn aus Hollowitz kaufe. Weil mir fällt jetzt spontan kein anderes Pferd ein und das wollte ich mir ja eh noch kaufen. Also, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Tynan hatte ich schon. Und Phoebe fehlt mir jetzt noch. Wenn ich mich richtig erinnere. Hat er damals im Stream erst das eine gekauft. Meinte, das andere kaufe ich irgendwann anders, wenn es reinpasst. So, jetzt eine Gruppe ändern. Dann haben wir den wunderschönen Bug. Punktschreiben. So. Meine Sonne, ich hoffe es doch.
Sieht so aus, dann fangen wir mal an. Perfekt. Ah, 1930 haben wir auch wieder Chumpy. Müsste Fort Pinter sein. Yep. Das darf ich nicht verpassen. Übrigens, ja, letzte Woche kam ja das Sabine-Rennen. Das werden wir gleich auch noch machen. Und es gibt tatsächlich, wie ich vermutet habe, jeden Tag eine andere Route, was ich mega cool finde. Also letzte Woche im Stream, wenn ihr mit dabei wart, hatten wir ja einmal in der Quest diese Standardroute, die jeder in der Quest hatte. Die war eigentlich ganz cool. Und dann an dem Tag war die Route echt lame. Aber jetzt nach einer Woche, wo man das gemacht hat, kann ich sagen, es gibt echt coole Variationen. Manche leichter, manche schwerer. Natürlich auch ein paar lame. Aber an sich ist das Ganze mega cool gemacht. Nur schade, dass es halt nur 150 XP gibt. Wobei ich jetzt eigentlich, ja, mir sind die XP komplett egal. Ich bekomme viel zu viele. Aber klingt trotzdem ein bisschen sad. Level geht mir viel zu schnell. Ich habe mir aktuell auch. Es ist so teuer für mich. Nightspot Festival, aber das weiß ich schon. Von den letzten Nightspot Festivals, da haben meine Starcoins immer arg gelitten. Ich habe dieses Jahr schon probiert, so wenig wie möglich mir zu kaufen. Aber es kommt dann trotzdem auf, glaube ich, 5 Pferde in dem Zeitraum oder 6 Pferde raus. Da gehen die Starcoins natürlich ganz schön runter. Aber Spieler, die vielleicht ganz viele Pferde noch im Stall haben, die gelevelt werden müssen, für die ist es gerade perfekt. So, Rennen erledigt. Bis zum Champion haben wir noch kurz. Dann machen wir noch das Sabine-Rennen. Genau, das sind übrigens die beiden. Ja, yeah, ja, es war diese Andalusier und diese beiden Lusitanos. Die werden dann permanent im Spiel als Farbvariation Silvercade Landgut verfügbar sein. Und mal sehen, was wir heute für eine Variation haben. Dieselbe wie letzten Mittwoch. Das Lame-Rennen oder vielleicht ist es komplett zufällig. Mal gucken. Oh, okay. Es ist auf jeden Fall eine andere Variation. Sehr cool. Und eine sehr coole Variation sogar. Oh Gott. Und das Rennen ist schon echt schwer. Also haben wir einmal verkackt. Das war sehr knapp gerade. Dann war es das fast schon. Ja, so wie für mich jetzt gerade. Super. Dann dürfen wir es nochmal machen. Jetzt bitte. Ich mache dieselben Fehler immer wieder. Hier vorne jetzt aber nicht mehr. Komm. Genau, hier schön vorbei. Jetzt renne ich hier nicht nochmal rein. Das war verdammt knapp. Und die Runde unten am Strand lang. Ah, ist halt eine schwierige Variation. Ach komm. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Ah, ich schaff's. Gut. So, perfekt. Ganze abgeschlossen. Ja, dann gehen wir doch. Na, ich habe noch 3 Minuten, da schaffe ich es dann noch, das eine Tier hochzutreiben, oder? Ich hatte auch hier noch einen Schaf, wenn ich mich richtig erinnere. Weil dann haben wir, glaube ich, Moorland komplett abgeschlossen. Ja, hier ist eins. Ah, wobei, Mr. Scraps müssen wir noch finden. Die Schrottkatze. Ich meine, dafür bekommt man nichts, aber es ist
cooles Easter Egg und viele vielleicht, wer von euch kennt es vielleicht noch nicht. Deswegen wollte ich das mal zeigen. Erinnert mich nach dem Champi dran, falls ich es vergesse. So, scharf kommen. Nur auf die Ingame-Uhr. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ich glaube, dann hatte ich alle Tiere. Ja, genau. Verlass schon mal die Gruppe, dass das uns gleich nicht zum Verhängnis wird. Ja gut, theoretisch kann ich Mr. Scraps noch kurz finden. Wir haben ja noch Zeit. Und zwar hockt die immer... Hier hinten müsste es sein. Ne? Irgendwo hier außen dran. Ah, da, ja. Und dann läuft die jetzt zu Big Bunny zurück und sitzt dann da. Ist ein cooles Easter Egg. Kriegen wir aber leider nichts für. So, jetzt aber auf zum Champi. Ja, wir haben ja noch Zeit. So, einmal auf Wettbewerbswerte umstellen. Perfekt. Mein Pferd ist ja, gut, Pferd habe ich jetzt nicht gewechselt, aber das ist ja mit Level 13 mittlerweile genauso schnell wie ein Level 14, Level 15 Pferd. Araber werden schon nicht so schlecht in dem Champion sein. Ja, dann haben wir nachher nur noch die neue Dressurroutine, die wir uns angucken müssen. Da haben wir gar keine Quest zu. Die ist halt einfach dann da. Wahrscheinlich, wenn man das Tutorial abgeschlossen hat. So, gleich geht's los hier und... Oh, besonderer Moment. Den nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe schon viel zu viel XP eigentlich. Das Pferd wird gleich safe ausgelevelt. So, Gruppe 1. Surprise, surprise. Heute. Das habe ich vorhin gar nicht gelesen. Ein Pferd ist direkt von heute bis Level 10 gekommen. Ja, das ging mir, glaube ich. Wann war das? Die eine Woche. Ich glaube, vorletzte oder in der ersten Woche sogar. Genauso. So, let's go. Boah, das war knapp. Oh, das war ein Fail. Na komm. Ja, super, ich war nicht der Einzige, der hängen geblieben ist. Aber das war jetzt leider komplett hier. Hat mich komplett rausgehauen. Ach man, naja. Als Top 3 war das auf jeden Fall nicht mehr.
Oh Gott. Das war so auch nicht geplant. Ja, ich bin ja echt weit hinten. Naja, egal. Da. Oh, direkt Level ab. Platz 11 am Ende. Und Level 14. So, die Belohnung sollte ich mir vielleicht noch abholen. Und dann machen wir weiter als nächstes mit dem Trailritt. Es wäre cool, wenn es das irgendwann noch mal ein paar mehr Trailritte veröffentlicht. An sich sind die ganz cool. Mein vom roten Band-Trailritt habe ich in meinem Leben schon so viele hundert Mal jetzt gemacht. Da kennt man halt alles, was passieren kann. Aber mit so einem neuen Trailritt, eine neue Route und neue Dinge, die passieren können, das wäre doch mal was. Reicht auch so als permanentes Feature, wie so ein tägliches Rennen quasi, einfach ein Trailritt. Können wir doch auch hinzufügen. So. Ja, und schon erinnert er mir da drüben. Und dann auf den Trail. Hier diese neuen Büsche hier unten. Also das hier hat hier neue Büsche platziert an verschiedenen Stellen. Die sind beim Minecraft Jumpy ein bisschen irritierend. Aber der Weg sieht dadurch nicht mehr ganz so lost aus. Ah. Hätte man ruhig noch ein bisschen mehr als nur Büsche platzieren können, aber naja. Mal ein kleines Upgrade. Oh, wir haben Regen, das war schön. Den hatte ich dieses Jahr noch nicht. Ivy und Sunny. Alles ist grau. Auch mal schön. Also bekommst du den Sauberwisch 12. Ja, das sind so ein paar Spaß-Items, mit denen kannst du nichts machen. Bis auf die geheimen Botschaften. Die kannst du tatsächlich beim Beobachtungsmeister entschlüsseln lassen. Oh, ein Auto. Es regnet weiter. Oh, das Schaf ist so leer. Ah, für so ein Foto. Das ist auch ein ganz cooler Spot hier. Mit dem Regen und dem Ganzen. Schaf ist halt jetzt in mir drin. Hm. Jetzt ist der Regen weg. Ja gut. Du hast auch beim Champion der Akku war leer und wurde es rausgekickt. Oh, das ist natürlich belastend. Na, wird abgeschlossen. Ja, dann wollen wir uns mal die neue Dressurroutine angucken. Circle in Circle. Hm.
Müssen wir durch den Zirkel wechseln oder was kann man sich unter Zirkel im Zirkel vorstellen? Ja, ich denke, das 20-Euro-Jumpy machen wir auf jeden Fall heute noch. Müsste dann Pony sein. Und ja, die Kollegin ist immer noch ohnmächtig. So, ja, so haben wir hier. Und ihr seht es, wir haben wieder zwei Quests. Einmal, dass wir das Ganze üben können. Das können wir unendlich oft machen. Und dann einmal für Experten, das heißt ohne Hilfe. Wir üben es aber erstmal. So, Zirkel um Zirkel. Ja, ich war da am Trab. Dann kriege ich jetzt einen Fehler. Ja, es fing natürlich erstmal wieder mit Verbeugen an hier. Dann geht es im Galopp hier rum. Und wahrscheinlich der erste Zirkel. Nee, noch nicht. Okay, Karo. Okay, am Anfang erstmal nur rumlaufen. Jetzt kommt der erste Zirkel. Okay, jetzt ein kleinerer Zirkel. Deswegen heißt es wahrscheinlich Zirkel im Zirkel. Welche Galoppstufe ist jetzt gemeint? Die hier? Boah, sind wir richtig schnell unterwegs. Sonst steht immer Kanter da, jetzt stand richtig Galopp da. Hi, Ines. Da ist der nächste Zirkel. Den müssen wir im Schritt machen. Und da haben wir es gleich auch geschafft. Ja, das Training, wie ich es gerade gemacht habe, geht es tatsächlich. Aber, boah, ich habe das Gefühl, gleich als, ja, ohne halt die Tipps, als Experten-Teil, könnte das ziemlich eklig werden. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Da, Zirkel im Zirkel für Experten. Sagt die uns ja eigentlich. Na ja, gut, nichts Spannendes. Hey Christian. Mann, ich war doch im Trab. Ich glaube, ich musste nach rechts. Boah, ist ja echt fies, ey. Und ja, dann hier rüber. Okay. War das ein Zirkel? Ich glaube, das war jetzt schon der Zirkel. Jetzt der zweite. Ja, okay, genau.
Na gut, bisher geht's. Ich will es jetzt aber auch nicht beschreien. Wie findet ihr denn die neue Routine hier? Besser als die andere? Nervig. Von der Strecke abgewichen. Was für von der Strecke abgewichen? Oh, oh, oh. Was von der Strecke ab? Hallo? Nimm die Ecken mit. Was denn für Ecken? Ach komm, wir waren so kurz vorm Ziel. Ach komm. Jetzt probiere ich es extra auszureizen, hier durchzuspeeden. Sehe ich jetzt nicht ein. Das Ende mache ich dir gerne nochmal richtig, aber das habe ich ja erst schon mal gemacht. Ja, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der da keine Geduld hat. Nee, das schafft man irgendwie. Muss man schaffen. Ich mache keine Fehler, alles ist richtig. Na, na, na. Oh. Finde ich gut. Okay. Mach's ja schon richtig. Ist sehr gut. Was für zweiter Fehlerpunkt? Nee, okay, das reicht mir. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Ich hab nichts falsch gemacht gerade. Also vielleicht schon davor, aber gerade eben habe ich extra aufgepasst, dass ich das Ende richtig mache. Gut, ja. Vielleicht habe ich nachher nochmal die Nerven dafür. Jetzt reicht es mir erstmal. Geht es euch genauso? Oder mit der Dressur? Ja, ich finde, teilweise kriegt man echt zu viel oder zu einfach die Fehlerpunkte. Ja, zumindest beim ersten Mal vorhin habe ich keine Ahnung, was soll ich falsch gemacht haben. Ich weiß es nicht. Aber machen wir doch erstmal hier die Rennen. Da kann ich schnell rennen und muss nicht auf meine Geschwindigkeit achten. Und die Gruppenrennen können wir auch gleich noch machen. Dann könnt ihr gleich wieder in die Gruppe schreiben, in den Chat schreiben, Leon Gruppe, wenn ihr mitmachen wollt. Kann ich die halbe Bahn wechseln, nicht aus dem Zirkel wechseln. Ach so. Am Ende, aber vorhin, also das allererste Mal bin ich ja so schräg durch. Und das war ja scheinbar auch falsch. Unser Armin jetzt am Ende kann sein, aber ja. Erstmal habe ich das safe so gemacht.
Ja, okay. Mit dem Champi haben wir noch 12 Minuten. Das sollten wir auf jeden Fall alle Rennen locker durchbekommen. So. Genau, dann komm mal her. Und dann machen wir gleich Gruppenrennen für alle, die mitmachen wollen. Könnt schon mal schreiben, ich mache nochmal fix das Rennen hier. Ja, apropos, was mir gerade noch einfällt, was wir heute auch noch machen, wenn ich es nicht vergesse, das Springreittestrennen an der Reiterarena ist auch nur noch eine Woche da. Das wird nächste Woche auch gehen. Und ebenso werden die Friesen der Generation 1 Jorvik verlassen nächste Woche. Hey, Star Wars Edits. Schieß mal los, wer möchte die Gruppenrennen mitmachen? Nur eine Person? Zwei. Ich liebe den Berg. Gut, sind wir so nett und laden hier noch andere, die gesucht haben, mit ein. Oh, okay, wenn sie denn wollen. Weiß nicht, suchen die hier, stehen die hier nur? Lad hier mal mit ein. Ist schon in der Gruppe. Ja gut, okay, dann halt nicht. Dann machen wir jetzt aber los. Ah, da ist noch jemand. So. Hab ich Frieden gesagt? Wie ist denn da du sehr? Das, falls ich Friesen gesagt habe, ja, ich meine, die Andalusier, die Friesen sind ja letztens schon gegangen. Das kann sein. Also, ich meine, die Andalusier auf jeden Fall. So, ja, dann fangen wir mal an. Aber apropos Friese, wenn wir schon über Friesen sprechen, so rum. Barstable hat jetzt die Farbvariation veröffentlicht zum Friese, der nochmals überarbeitet wird. Und ja, und das Ganze jetzt mehr oder weniger ein bisschen aufgeklärt. Und zwar, wir haben Friese der Generation 1, der wurde ja schon aus dem Spiel entfernt. Friese der Generation 2 und Friesisches Sportpferd der Generation 2 haben wir im Spiel. Dann kam ja die Generation 3 mit dem Jorvikschen Friesen, wo es so ein paar spezielle Farbvariationen gab. Und Star Stable das Ganze deswegen Jorvikscher Friese genannt hat. Einfach weil es das ja in echt nicht so gibt und sie sich so dachten, ja, wir wollen halt so ein paar andere Farben noch haben. Nennen es Jorvikscher Friese. Bla bla bla. Ja, der ist halt ziemlich in den Eimer gegangen.
oder war halt nicht so beliebt. Und ich persönlich finde den auch echt nicht so geil. Und deswegen wird es jetzt zusätzlich zu dem Jorvik'schen Friesen nochmal einen normalen Friesen geben. Der heißt dann nicht Jorvik'scher Friese, sondern nur Friese. Ist aber auch Generation 3, also keine neue Generation 3. Generation. Sondern von derselben Generation und halt neues Modell und neue Farben, die halt typisch Friese sind. Bis auf einen Braunton, glaube ich, der jetzt nicht so mega typisch, also mega selten ist. So wollen sie das jetzt machen, genau. Aber das Modell ist halt dann nochmal ein anderes. Das passen sie direkt mit an. Und die Farben sind logischerweise auch andere als die vom Jorvik'schen Friese. Bin mal gespannt. Also ich hoffe mal, den versauen sie nicht, weil an sich sind Friesen echt mega die schönen Pferde. Und auch von sehr vielen Spielern und Dressurteams natürlich beliebt. Oh, mein Pferd ist ja echt gleich ausgelevelt, nach dem Rennen schon. Hilfe. Ja Mensch. Dann wird es wohl gleich Zeit. Aber erstmal ist Jumpy. Hilfe. Und nein, er ist wieder ausgeschieden. Das ist nicht gut. Kommt ins Ziel. Bleiben die denn alle? Ah, da. Perfekt. Ja, gut, die eine, die ausgeschieden ist, ist halt. Oh, ja, Level up. Blöd. Wir können gerne das Rennen nochmal kurz für sie annehmen und dann halt stehen bleiben, dann kann sie das kurz reiten. Oh. Oder auch nicht, weil ein Gruppenmitglied zu weit entfernt ist. Das wird mein Netz sein und dann geht's nicht. Schade. Ja, wie auch immer du heißt. Irgendwas mit ST. Kommst du kurz her? Ah, ne. Sie ist ja hier. Francesca. Du müsst herkommen. Oder verlassen. Perfekt. So, sind wir nochmal so nett und machen was die nochmal das Rennen hier. Also ich werde einfach mich ausscheiden lassen. Anstatt das Ganze nochmal zu rennen, in der Zwischenzeit können wir ein bisschen. Ach, nee, kann ich nicht. Das kann ich machen. Ich kann schon mal gucken, was ich noch so habe. Also hier haben wir jetzt, glaube ich, alles abgeschlossen. Okay, das Sabine-Rennen haben wir noch. Dann machen wir nochmal das Sabine. Bienerin, geht das? Kann ich das machen? Oh, wunderbar. Ja, mach ich mal das Sabine-Rennen. Das alte Sabine-Rennen. Auch wenn ich die XP jetzt nicht bekomme, ist mir egal. Da haben wir alles mal gemacht hier. Und dann gehen wir direkt zum Champi. Es sind ja nur noch 3 Minuten. Ich hoffe, das wird nicht zu knapp. Ich muss ja auch noch Pferd komplett wechseln auf Bonnie. Das war jetzt nicht so geplant. Vor allem, wenn ich hängen bleibe. Die Friesen sind weg. Meinst du, also ja, Generation 1 Friesen meinst du wahrscheinlich, oder?
2 Minuten, nicht mehr. Komm, komm, komm. Achso, das ist vom Gruppenmann. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt? Nein, Leute, was ist ein Ziel? Ich gehe schon mal aus der Gruppe wegen Jumpy gleich. Das wird sportlich. Kann aber mit dem Araber leider nicht teilnehmen. Ich muss das wirklich wechseln. Wie lange habe ich denn noch? Ist jemand schon da? Okay. So. Einfach schnell aufs Bunny. Scheiß auf Ausrüstung. Oh Gott, eine Minute, das wird sportlich. Das wird sehr sportlich. Lauf. Ah, jetzt bin ich halt auch lahm, weil ich keine Ausrüstung habe. Nein. Oh mein Gott, dann bleibe ich auch noch stehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh oh. Ciao, Evelyn. Ich hab das böse Gefühl, dass ich das Jumpy verpasse. Hier ist auch schon 20 Uhr. Mist, Mist, Mist. Leicht, manchmal fängt es ja später an. Kann sich noch anmelden? Nee. Doch, 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 doch. Komm. Ah doch, oh mein Gott. Knappe Sache. So, jetzt ganz schnell irgendwas zusammensuchen. Hat das Werte? Das hat Werte. So kann man es machen. Hufeisen noch. Immer diese letzte Sekunde Aktion von mir. Uiuiui. Egal, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Ja, ich habe alles perfekt. Ja, Mensch. Super vorbereitet. Dafür muss jetzt auch gut laufen hier. Dankeschön für 15 Likes. So, nach dem Jumpy. Oh Gott. Machen wir natürlich noch Pferdekauf. Markeneintausch. Ja, wahrscheinlich ja nicht alle Marken. Weil ich jetzt nicht so krass was habe, was ich mir noch kaufen will. Ah, gucken. Ach komm. Wie kann man denn da so bescheuert hängen bleiben? Das kannst du mir ja nicht erzählen. Jetzt muss ich irgendwie aufholen hier. Nein. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Eieieiei. Das war ja sonst wo. Nein, das wird leider nichts mehr mit dem Jumpy. Ich bin viel zu weit hinten. Ach man. Boah, Vierter sogar noch geworden. Aber leider nur Vierter. Oh Mann. Ah, hätte ich mal am Anfang, wäre ich da nicht so komisch hängen geblieben.
Hey Miri. Und die letzten. Ah ja, perfekt. Jetzt habe ich noch Vierter geworden bin. Das ist einerseits belastend, weil nicht Top 3, aber nach dem Fail, ich war so weit hinten. Gut, ja. Dann. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte Pferdekauf und Markenantausch. Ich glaube, dann haben wir alles und vielleicht mache ich noch mal die Dressur, wenn ich die Geduld dafür habe. Mal gucken. Also vielleicht erstmal das Outfit wieder verstauen. Wo hatte ich denn das jetzt her? Ach, da. Maja wieder am Einpennen hier im Stall. Ich hätte eigentlich direkt mit dem Pony mir das Pferd kaufen. Egal. Egal, dann. Muss ich gleich halt nochmal mein Stallpferd wechseln, warum auch nicht? Ja, dann auf nach Veildale. 700, über 700 Marken. Ich weiß echt nicht, was ich mir kaufen soll. Also aus den Shops will ich, glaube ich, nichts mehr. Kann ich noch mal gucken? Meist habe ich halt schon, was ich haben will. Habe ich anders, habe ich anders, habe ich anders. Hier. Oh nee. Das sind ja nur alte Dinge. Ich meine, aus dem Markenshop habe ich ja sowieso alles. Habe ich irgendeinen Shop noch übersehen? Hier gibt es Make-up, das brauche ich nicht. Haustiere? Ja gut, die werde ich mir nicht kaufen. Habe ich mir die geholt? Ich könnte schwören, ich hätte die schon gehabt, aber kaufe ich mir die halt jetzt noch. Die Frisuren. Naja. Weiß nicht, brauche ich die? Eigentlich nicht. Kommt der Spaß jetzt hin? Oh, wir mal hier hin. Also das sind die besten Dinge. Ach komm. Viel zu viel Zeug hier. Gut. Die Frisuren. Wie teuer sind denn die? Boah, okay, 10.000. Ja, nie. Würde ich niemals tragen, also muss ich mir auch nicht kaufen. Nee. Glaub, ich will hier raus. Gut, ja, dann kaufen wir uns erstmal ein Pferd und dann können wir immer noch schauen, was ich das Ganze eintausche. Und dafür nehmen wir den kostenlosen Transporter nach Veildale. Denn, wie vorhin schon erwähnt, wird es das Phoebe werden. Was ich ja ein bisschen aufgeschoben hatte und mir erstmal das Tynan gekauft habe. Aber da jetzt eh alles zu spät ist und ich neue Pferde brauche. Ist es soweit, dass das Phoebe auch bei mir einzieht?
Namen so habe ich ja schon, das Ganze geht jetzt echt schnell. Das hatten wir ja damals schon festgelegt, also mein Tynan. Oh Gott, wann war denn das da? Hieß ja Moonshade. Genau, Tynan hatte ich schon. Und Phoebe. Dieses Exemplar hier, was immer noch das Phoebe heißt, warum auch immer. Wo haben wir es? Wird ja Moonshine heißen. Moonshine, genau. Und damit kann ich sie löschen. Und hier einmal. Moonshine. Zeitlos. Und natürlich eine Stute. Ah, es kostet 950. Ja, okay, ich tue es. Das ist das gute Stück. Ich mache einfach spontan jetzt reiten. Und dann noch das Haustier dazu. Das wird noch. Die beiden Haustiere dazu. Aua. Aua. Guck nicht auf meine Starcoins. Wir gucken uns einfach diese. Ich habe keine. Wir gucken uns nachher die Haustiere an. Ja, das hat weh. Die schönen Fjordis hier. Wir können gerne auch mal. Stimmt, eine Farbvariation habe ich immer noch nicht, die es in der App gibt. Ich dachte, die wollten das mal machen, dass es die auch im Spiel gibt. Ich will das noch nicht auf Level 10 direkt haben. Ich brauche die XP nicht. Ich würde das gerne auf Level 1 haben. Deswegen habe ich mir das bisher nie geholt, weil irgendwann mal angekündigt wurde, dass die App-Pferde auch im Spiel zu kaufen sind. Aber ja, dann ist irgendwie nie wieder was passiert. Hm. Ah, okay, ich muss dringend schneller laufen, das geht so nicht. Will ich euch das Exemplar natürlich auch nochmal zeigen kann hier. Ja, das ist die magische Form. Ich meine, ich habe die ja damals schon mal im Detail gezeigt, deswegen zeige ich sie jetzt nur noch mal grob. Aber die Farben sind echt cool. Ist auch blind eigentlich. Hat hier diese Ranken mit diesen Seerosen, die wir aus Hollowoods hier kennen. Die magischen Seerosen. Ist schon schick. Oh, vor allem, das sieht aus, dieses Gras, Moosartige in der Mähne, wenn das so fledert. Im Wind. Ja, und dann haben wir noch die normale Form. Die finde ich jetzt nicht ganz so krass, aber geht auch klar. Also Fino halt. Aber die Augen sind schön. Ja, an sich, also ist schon ganz, ganz schön. Sind zwar schönere, finde ich, von den Pasofinos, aber sieht schon cool aus. Genau, das ist das Phoebe. Und jetzt werde ich einmal meine Ausrüstung schnappen, dann kann ich die Haustiere noch zeigen. Da, wo ist denn mein Araber hin? Da ist er. Muss noch einmal kurz dahin. Damit ich dich Ausrüstung entpacken kann, wie auch immer.
Oh, jetzt darf sie wieder weg. Wo ist Heidi? A, B, C, D, E, F, G. Ich habe viel zu viele Pferde. Mittlerweile 9. Wann knacken wir die 10 Seiten? Boah, bald. 1, 2, in 6 Pferden. Ja, läuft. Ich meine, ich habe ja nur mittlerweile, glaube ich, fast 200. Ah, was für eine Farbe von dem Outfit passt denn hier gut drauf? Welche Farbe packt man auf das Pferd? Das ist die Frage. Also grün finde ich jetzt nicht so gut, was ich gerade anhabe. Boah, weiß killt auch ein bisschen. Das ist, glaube ich, echt schwierig bei dem. Am ehesten vielleicht sogar diese Moossatteldecke. Wenn ich die irgendwo in den Tiefen meines Schrankes finde, da. Gelb. Ich weiß nicht. Irgendwie kicken bei dem Pferd alle Farben gegen das Grün so rein. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Also Gelb muss ich auf jeden Fall mal wieder tragen. Das hatte ich länger nicht, aber ich glaube nicht bei diesem Pferd. Ich glaube, da nehme ich echt diese Moosdecke. Wenn ich die jetzt wieder finde. Da. Lila, schön dunkel. Ja. Schon eher, aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Moos. Das Zaumzeug. Ah, keine Ahnung, das lasse ich jetzt einmal so. Sattel. Nehme ich auch mal den. Ohne Moos nichts los, genau das. Gamaschen brauche ich jetzt nicht. Sonst werden die schönen Färbungen da in den Hufen verdeckt. Ein Himbeerrot, ne. Ja, keine Ahnung. Schrank ist komplettes Chaos. Ja, gibt's da auch so einen Moospulli? Ich glaube nicht. Das Anfänger-T-Shirt. Glaube ich jetzt sicher. Irgendwas Graues. Oder das? Ah, doch. Ich glaube, das ist auch gut. Das passt, glaube ich, vom Grünton am ehesten dazu hier. Ja, das passt so. Warte, was ist das für eine Satteltasche, die ich... Wo ist die lila? Mann, was ist das für eine? Ist da eine Satteltasche? Hatte ich nicht sonst immer eine andere? Die auch nicht. Ach, egal. Dann ist die halt lila. Gut.
Dann die Haustiere. Die Eule ist halt schon schön. Komm mal runter. Komm mal runter, Kollege. Nein. Komm ran. Hä? Da, wunderbar. Diese Augen, das Leuchten. Dieser weiße Glitzer. An den unteren Federn. Ah, ne, oben auch. Dann hinten, das, die grünen Krallen sind auch nochmal cool. Und dann haben wir noch die Nanny. Den Julebock. Aka Ziege. Oh, ich steig ab. Ah, silberne Glocke. Die Blumen drauf. Die Hörnchen. Augen leuchten nicht so krass. Von den Hufen her sehr ähnlich wie so einen Fohlen von dem Rosen. Okay. Ja. Habe ich jetzt erstmal neue Begleiter hier. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Markentausch. Wie viel kriegt man denn für 15 Marken? Wir machen so mit den Gamaschen. Und dann machen wir noch was für 30. So zum Test. Und ja, okay, man kriegt exakt dasselbe. Also 15 sind 300. Ja, dann tausche ich mal ein bisschen was um. Und, noch nicht alles, aber wir gehen mal unter die, na, einmal noch, okay. Da, alles verkaufen. Hoffentlich nichts Falsches jetzt verkaufen. Ihr dürft jetzt in der Zeit entscheiden, ob ich mich nochmal an die Dressur wagen soll. Probieren soll, ob ich es schaffe diesmal. Ohne zu verzweifeln. Wenn ich mir noch überlege, was ich mir jetzt davon kaufe. Hier war doch noch so ein anderer. Ja gut, der ist jetzt schwarz halt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe halt viele weiße Pullis schon. Wir müssen mehr Oberteile veröffentlichen. Mehr coole Oberteile. Das kann man sich noch kaufen. Und das reicht dann erstmal. Kann ja auch für nächstes Jahr ein paar Marken aufsparen. Nee, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Genau. Gut, dann haben wir das auch fertig. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Dressur. Wenn ich mich nicht täusche, nichts vergessen habe. Nee, sollte alles gewesen sein. Okay, einmal probiere ich es noch. Zum Abschluss hier. Hoffen wir, dass es jetzt klappt. Und Dankeschön auch für 20 Likes.
So, ja, Zirkel und Zirkel für Experten. Come on. Wenn ich wieder am Ende verkacke, in den letzten beiden Male, dann... Was für Fehlerpunkt? Achso, ich bin zu schnell. Okay. Das akzeptiere ich. Oh, jetzt kommt gleich der Zirkel im Zirkel. Jetzt im Trab. Oh, da war auch nur sogar ein Pfeil angezeigt, das wäre ja nett. Jury hier drüben. Komm, jetzt wird's spannend. Ah, nee, noch nicht. Okay, das war grad komisch. Hoffe, ich mache alles richtig. Na, scheint so. War kurz verwirrt, weil ich vergessen habe, dass hier nochmal so ein kleiner Zirkel kam. Was für von... Was mache ich denn da falsch? Musste man da... Ich habe am Anfang bin ich da komplett durchgewechselt. Ja, ich mache jetzt nochmal das Tutorial. Verstehe es nicht. Nein, nein. Ich kriege ja die Krise mit diesem. Ah. Ich will doch einfach nur schnell durch jetzt. Ja, verbeug dich schneller, komm. Hier nichts falsch, ich mache alles richtig. Komm, komm, komm. Nee, ich will nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich mache es jetzt noch ein einziges Mal. Und gehe am Ende diesmal wechsle ich da rüber. Und wenn das nicht richtig ist, dann... Schon wieder zu schnell. Dann war's das. Dann mache ich das nicht. Bin ich der Einzige, dem es so geht, oder verzweifelt ihr auch hier dran? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich mache es jetzt extra sogar richtig, ohne jetzt irgendwie vorzuspeeden. Wenn das nicht reicht, dann. Weiß ich auch nicht weiter.
Der Zwölf ist auch dran. Oh Mann. Ne, Jumpy machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben vorhin schon zwei Jumpys gemacht. Wir sind schon seit anderthalb Stunden am Stream. Na, wir machen jetzt noch hier die Dressur fertig. Und wenn ich das jetzt schaffe, dann schaffe ich es. Wenn nicht, dann ist mir auch egal. Sorry, ich habe zu früh abgebremst. Ist ja okay. Ich wollte nicht in die Bande krachen. Mal jetzt dran denken, jetzt kommt die Schrittzirkel. Was für... Hallo? Nee, 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 ich höre auf. Training haben wir gemacht, das andere ist mir zu nervig. Ich will die Pferde-XP eh nicht haben. Belohnung ist es mir nicht wert. Das ist. Nee. An sich ist es cool gemacht, aber ich habe keine Geduld und es regt auf, wenn es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin vielleicht einen Millimeter, aber ich bin tausendmal vorne lang gelaufen und es hat geklappt. Ach, oh, komm. So. Einmal noch im Fullspeed-Modus und wenn das jetzt nichts wird, dann war es wirklich. Dann ist mir jetzt. Dann. Nee. Wieder Trab. Ich reite die Ecken aus. Kannst du mir nicht sagen, dass ich die Ecken hier nicht ausreite? Was? Hä? Lol. Okay, ich war aus, wenn er in der falschen Gang hat. Sehe ich ein. Wie, ich verkack das jetzt deswegen. So. Ja, ja, ja. Okay, vorhin habe ich hier random dann Fehlerpunkte bekommen. Oh mein Gott, okay. Wehe. Ich habe auch schon mal hier random noch. Hallo? Dieses Scheißspiel! Nee, nee, Leute, nee. Ich sag's gerade noch. Was habe ich falsch gemacht? Man musste am Ende gerade in die Mitte laufen, oder nicht? Ich kann das alles nicht mehr. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt... Habe ich irgendwas vergessen? Musste man woanders hin? Nee, oder? Man musste doch einfach im Trab in die Mitte. Was habe ich falsch gemacht? Ich verstehe es nicht. Hier ist nicht. Nee, nee. Ich habe da... Nee. Wir tun so, als ob ich es jetzt geschafft habe. Ich habe es eigentlich geschafft. Ich habe es vorne im anderen geschafft. Und vielleicht irgendein anderes Mal. Das Ganze bleibt ja für immer. Können wir das gerne nochmal machen, aber nach 7, 8 Versuchen reicht es mir dann heute doch. Gut. Ja. Also, ja, manches liegt vielleicht nicht am Spiel, aber einiges liegt schon. Also man kriegt schon oft Fehler, obwohl man, oder zu viele Fehler oder nachträglich irgendwelche Fehler, die da gar keinen Sinn machen. Also einiges ist da nicht so ganz nicht verbuggt. Also es ist ein bisschen was verbuggt, ja. Also
manches oder einiges lag auch logischerweise an mir. Jetzt am Ende habe ich ja absichtlich so schnell gemacht die ganze Zeit und halt drauf provoziert, dass ich gerade so die zwei Fehler bekomme und dann weiterkomme, einfach damit ich schnell vorankomme, damit ich jetzt hier nicht Stunden sitze. Aber das Ende habe ich ja gerade extra richtig gemacht und wenn ich da dann sinnlos Fehler bekomme, das sehe ich dann nicht ein, nee. Gut, ja, damit war es das für heute. Wieder einiges erlebt im Stream. War ja auch schon der letzte Reitsport-Festival-Stream. Nächste Woche dann neue Farbvariation. Nutzt auf jeden Fall nochmal das Reitsport-Festival. Vielen Dank auch für 23 Likes heute wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich zu dem Gruppenrenntrick ein Video mache. Wenn das gut geht, sollte ich das morgen schaffen und morgen hochladen. Dann erfahrt ihr, wie ihr Gruppenrennen solo machen könnt. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.